Der letzte Part für heute Abend, WWM, Teil 4 der Reihe. Der Chat kann jetzt noch abräumen mit 3 verfügbaren Jokern. Wie weit er kommt, noch 4 Fragen sind übrig. Wir schauen es uns an bei einer weiteren Folge, beziehungsweise der letzten Live-Folge für heute Abend von Wer wird Millionär? Viel Spaß an alle, die zuschauen und mitmachen werden. Los geht's! Und damit willkommen zur vierten Live-Folge heute Abend. Hallo Preshin, hallo nochmal an den Chat zum vierten Teil heute Abend im Stream, der letzte Teil für heute Abend. Der Chat ist wahnsinniger als man denkt, denn schon 11 Fragen sind beantwortet, ohne einen einzigen Joker zu benutzen, wie man den letzten Part gesehen hat. Und jetzt verbleiben noch 4 kleine Fragen mit 3 Jokern, was für euch alle sehr, sehr gut aussieht. Und die nächste Frage für den Chat: Jeder, der dazu kommt, ist willkommen mitzuraten, ist 64.000 Euro wert. Wir gucken uns das mal an. Los geht's. Die Frage lautet für euch: Welcher Roman von Siegfried Lenz enthält die Erinnerungen von Siggi Jepsen? Heimatmuseum, Exerzierplatz, Die Klangprobe oder Deutschstunde? Alle, die da sind, wie immer, dürfen im Chat sich beteiligen. Die Mehrheit im Chat wird als Antwort genommen. Hä, leider nein. Schön wäre es aber, ne? Die Diskussion ist eröffnet. Glaube C, aber sehr unsicher. Die Klangprobe. Da wird D vorgeschlagen. Deutschstunde. Da kommt noch ein D von Berenice herein. Also ein einsames, unsicheres C gegen 2 gesagte Ds. Es kann nur A oder C sein, oder? War doch so. Hab leider nie was von ihm gelesen. Das Schöne ist für euch: Eure 16.000, die ihr vorhin schon erspielt habt in dem dritten Teil des Abends, die sind euch sicher. Ihr könnt jetzt blind raten oder einen von euren 3 Jokern nehmen. Ihr habt noch echt alle, ihr habt noch keinen einzigen benutzt. Das ist das Schöne bei euch heute dran. So, jetzt im Chat sind schon 4 Ds gegen 1,5 Cs und ein halbes A. Sieht sehr, sehr eindeutig aus. Ich glaube die Deutschstunde. Dann haben wir schon 5 mit der Antwort. 5 gegen 1,5 gegen 1,5. Da alle D sagen, nehmen wir auch Antwort D. Zumindest die große Mehrheit sagt D. Deswegen die Deutschstunde D. Der Chat hat gesprochen. Preshy sagt auch D. Just log it in. Just do it. Und eure richtige Antwort ist D. Richtige Antwort im Spiel ist Deutschstunde. Da kann man mal klatschen für. Und wir gehen auf 125.000. Ihr habt immer noch 3 Joker und 3 Fragen übrig. Das dürfte witzig werden. Wer wurde eine Woche vor dem Beginn des allerersten Wimbledon Championships geboren? Die Frage hatten wir schon mal. Hermann Hesse, Heinrich Böll, Günter Grass, Max Frisch.
Wer weiß die Antwort noch? Ich habe sie ehrlich gesagt vergessen, leider. Ja, aber weißt du es noch? Keinen blassen Schimmer. Die hatten wir eins. Ja, was eins? 1,11 oder was? Tja, ich befürchte, jetzt ist die Zeit, wo ein Joker fällt. Ich war da noch nicht da. Berenice, ich rede nicht von heute. Die Frage haben wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen im Stream gehabt, irgendwann mal. Ist schon eine ganze Weile her, wo die Frage gefallen ist. So, ich hätte auf Hermann Hesse getippt. Du hast auf Hermann Hesse getippt. Ich schaue die erste dieser Woche zu. Telefon-Joker kommt rein. Ich denke aber, dass es Böll war, aber nee. Wir waren mit Arg beschäftigt. Macht ja nichts. Es ist ein Zufallsalgorithmus, der aus der riesigen Datenbank Fragen rausnimmt. Und anscheinend wurde gerade eine Frage, wie schon im letzten Part, geholt, die sich wiederholt hat. Telefon-Joker wird vorgeschlagen. Können wir gerne machen. Müsst ihr entscheiden. Kennst du mal Klein-Berlin? Bei dir war es vorher noch West-Berlin in Arc. So. Telefon-Joker wird vorgeschlagen. 2-mal schon. Dann... Was sagt denn der Rest dazu? Sollen wir mal Telefon nehmen und jemanden anrufen? Telefonjoker, alles klar. Dann entscheidet euch schon mal. 1, 2 oder 3. Welchen sollen wir nehmen? Muss ein bisschen warten. Stream hat mit dem Chat. 8 Sekunden, 10 Sekunden Verzögerung etwa. Die Nummer 2 wird vorgeschlagen. Moin Tete. Es wird nur die 2 vorgeschlagen. Da wird die 1, 1. Ich nehme die 3. Die 1 überwiegt gerade. 3, 2, 3 und 2 Einsen. Die nächste 1 oder 3 entscheidet. Die nächste 1 oder 3. 2. Okay, jetzt haben wir alle drei zweimal. Hi Curly, ja, wir sind schon seit 1,5 Stunden dran. 3, 2. Die 3 überwiegt gerade. Dann darf die 3 genommen werden. So, wer wurde eine Woche vor dem Beginn der allerersten Wimbledon Championships geboren? Hermann Hesse, Heinrich Böll, Günter Krass oder Max Frisch? Wer war's? Lediglich Arthur, nicht sicher. 50% noch, immerhin. Das ist wieder so ein selbstsicherer Telefonjoker. Was ist da los? Ihr habt im Chat voller Glück, wisst ihr das eigentlich? Bei mir bei den hohen Fragen wissen die nie was. Wenn Malte alleine spielt, hat bei ihm bei den hohen Fragen das Publikum keine Ahnung. Was ist da los bei euch? Ihr habt Glück, wieso? Also dann eure Antworten in den Chat oder Joker. So. Glaubt der Frau. Oder lieber nicht. Maxine, dafür ist es jetzt zu spät. Ich sage alle schon A. Hey, hey. Mui Love Kuscheln. Willkommen. Dann nehmen wir alle A und gehen unter. Oder auch nicht. Hermann Hesse. Übrigens, Curly, das hier ist leider schon jetzt die letzte Part. Wir spielen noch bis etwa 9 Uhr.
dann mache ich eine Pause und dann geht's auch schon weiter mit dem nächsten Spiel. Aber es gibt ja alles auf YouTube zu sehen und im Catch-up sowieso. So, eine Woche vor dem Beginn der allerersten Wimbledon Championships geboren wurde der Hermann Hesse. Hab mich auch nicht behauptet. Zwei Fragen, zwei Joker. Jutz, do it, genau. Miui. 500.000, mal wieder. Wer ging 2016 beim Olympischen Zehnkampf in Rio für den Karibikstaat Grenada an den Start und wurde Neunter? Kurt Felix, Rudi Carell, Harald Juncke, Hans Rosenthal. Siehst du mal, Maxine, so Sachen können hängen bleiben im Spiel. Du lernst unterbewusst, ohne dass du es vielleicht sicher weißt, du lernst Sachen dazu, obwohl du es nicht mehr weißt. Fuck, das ist schön an meiner Haut. ...50-50 oder Publikum. Dürft ihr entscheiden, was ihr braucht oder nehmen wollt? Aber so wie ich den Chat einschätzen würde, wenn ihr einen von beiden Jokern nehmt... Ihr nehmt nur einen, glaube ich. Ich denke, ihr seid sehr risikoreich. Bärenheiß, war schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Mitspielen, wie immer. Und wir sind jetzt echt bald wieder auf dem ARK-Server. Tendenziell würde ich sagen B. Was willst du dagegen tun? Ist es ein deutscher Bot? Was willst du erwarten? Ich programmiere mir für den Chat eh noch meinen eigenen Bot. Genauso wie ein Chatbot für dieses Spiel hier. Also gut, die Entscheidung muss zwischen A oder C fallen. Ich sag A. Warum zwischen A und C? A, A. Ich bin gerade von Twitch überrascht, weil ich eine schöne Nachricht bekommen habe. So, A, A. Dann haben wir B. Beim letzten Mal war das immer richtig. Und Preshi, nach der Regel haben ja die Frauen recht. Warum zu alt? Ich denke mal, es geht nur um den Namen. Nix B. Also, pass auf. Folgendes. Ihr habt, wenn ihr das noch machen wollt, 50-50. Da Preshi sagt, es kann nur C oder A sein. Wenn jetzt irgendwas mit A rausfliegt, werdet ihr 100 Pro, wie ich den Chat einschätzen kann, C nehmen. Okay, jetzt kommt gerade sogar D und A rein. Jetzt ist es interessant. Die Diskussion wird immer lustiger gerade. Jetzt könnt ihr quasi euch für den Joker entscheiden am besten. Das wäre jetzt, glaube ich, am sichersten für euch. Weil es eigentlich gerade jetzt schon wieder alle Antworten drin. Wir haben ein D, wir haben ein A, wir haben ein C, haben wir drin stehen. Sorry, nicht D. Ja, was denn jetzt? E ist Enthaltung. Ja, nicht D. Jetzt haben wir echt alle Antworten drinstehen. C oder A? Dann haben wir ein A. Also zwei A's, ein C. Drei A's. Leute, wie sicher seid ihr euch bei euren Antworten? Schreibt doch mal alle eure Antwort rein mit Prozentzahl. Wie sicher seid ihr euch? Was glaubt ihr? Wie gut glaubt ihr es darauf? Schreibt ganz dezent A. Ja, Maxine hat gerade den Mund aufgemacht, ist beim Zahnarzt gerade, musst du verstehen. A. Rudi ist ein Showmaster und C war ein Schauspieler.
Also A liegt leicht vorne. Ihr habt noch zwei Joker, ich sag's nur. 50-50 oder Publikum, dürft ihr euch entscheiden. So, alle Antworten 25%. Das ist natürlich das Ultimative. Ich würde auch sagen, dass wir den Joker nehmen. Ich nehme mal den Vorschlag an von 50-50 Joker. Ich denke mal, das wird euch auch helfen. Ich würde A nehmen. Pass auf, wir gucken mal nach. Wir hatten jetzt A, C und D drin stehen. Was bleibt übrig bei 50-50? A oder D? C fliegt raus. Und B ebenfalls. Eure finale Antwort bitte. Aber auch Showmaster. 1, 2, 3, 4. Fünf. Sechs. Jetzt sieht's eindeutig aus für euch. Dann riskieren wir es auf Antwort A. Ihr wolltet es so haben. Ihr habt entschieden und gesprochen. Bisschen in der Verinnerung geschrieben. Hat in den 70er verstehen sich Spaß gemacht. Der Kurt Felix. Das wüsste ich nicht mal, keine Ahnung. Der ist auch ein Moderator gewesen. Waren wohl alle in dem Sinne gewesen. So. 2016 ging für Grenada in Rio im Zehnkampf an den Start der Kurt Felix. So, letzte Frage, selbe Situation wie eben wieder. Wir schauen uns an. Am 25. August 2012 starb Neil Armstrong. Am 25. August 1912 geboren wurde Bertolt Brecht, Max Schmeling, Erich Honecker, Herbert von Karajan. Oder anders gefragt, 100 Jahre bevor Neil Armstrong gestorben ist, wurde wer von diesen Herrschaften hier geboren? Crazy Burn weiß es nicht. Und ich glaube, das hier ist die letzte Frage für heute dann auch. Brecht weiß ich 1898, also fliegt Brecht schon mal raus. Dann B, C und D. Also wenn die Tetris Antwort stimmen sollte. C oder B? Honecker oder Schmeling? D kenne ich nicht. Also zur Debatte C oder B. C. C könnte aber hinkommen. Ihr habt noch wie vorhin in der Runde den Publikumsjoker. Er kann recht haben, muss man nicht. Letzte Runde in dem Fall war es definitiv nicht richtig. Jetzt ist die Frage, wie weit wollt ihr pokern? Seri sagt, dass er es in Geschichte hat. Das lese ich aber hier noch nicht so. Helfen wir mal auf die Sprünge. Honecker war der Erste. TS ist einstimmig.
Ja, rufen wir halt den mal an, oder? Vielleicht weiß er das ja aus. Ich hab keine Ahnung. Telefon ist weg. Miui, vielen Dank fürs Folgen. Ihr habt noch den Publikumsjoker. Also zuerst ist einstimmig. Ich nehme an, auf Crazys Antwort C wahrscheinlich. Da wären dann 4 Stimmen. Wer ist denn noch alles da? Wer würde noch gerne Antwort abgeben? Oder wollte er Just for Fun den Joker noch rausschmeißen, einfach mal? Nur um zu gucken, was rauskommt. Da kann man aber noch sagen, in der Theorie hätte man einfach den gar nicht gebraucht. Den habt ihr vorhin schon rausgeworfen. Gut. Schauen wir uns einfach mal Just for Fun an. Publikum, der letzte, wie eben in der Runde. So, am 25. August 2012 starb Neil Armstrong. Jedoch 100 Jahre vorher am selben Tag geboren wurde Bertolt Brecht, Max Schmeling, Erich Honecker oder Herbert von Karajan. B war später auf jeden Fall, ich bin gespannt. Oh, also A habt ihr anscheinend zu Recht ausgeschlossen, es ist tatsächlich Antwort B oder C mit jeweils 40 zu 41% und Antwort D Herbert von Karajan mit 14%. Honecker war aus sich, also irgendwas um die Wände, also würde das hinkommen mit C. Ihr wisst ja, um was es geht. ...41 zu 40. Wir machen mal wieder folgendes. Ich mache wieder den Strich in den Chat rein und jetzt gebt mal alle eure Antwort ab, die ihr denkt, die es ist. So, eure Antwort bitte runter. E für aussteigen. Da haben wir C. C. C mit dem E. C. 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 Also die Entscheidung ist wahrscheinlich, wer aussteigen will, keiner, alle spammen hier eher C rein. Dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cs nehmen wir mal die Antwort C, Erich Honecker. Und ich hoffe, ihr habt recht. Zum zweiten Mal für heute. Ich bin rebellisch, ich sag B. Wenn jetzt B stimmen würde, das wäre witzig. So. Wir gucken uns das mal an. Die richtige Antwort. Genau 100 Jahre bevor Neil Armstrong starb, wurde Erich Honecker geboren. Im wahrsten Sinne des Wortes all in. Alle sind mit C mitgegangen und alle haben recht gehabt in dem Fall. Wunderbar. So, und damit würde ich sagen, jetzt noch für 5 Minuten eine Runde anzufangen, lohnt sich nicht mehr. Damit darf ich sagen, dass wir mit WWM für heute nämlich fertig sind. Denn mit 4 Chatrunden heute haben wir alles vorproduziert, schon mal was vorproduziert werden musste. Und ich kann schon mal sagen, wir sehen uns gleich im Porsche bestellen. Das ist meine Idee. WWM wird nächsten Samstag im Stream wieder gemacht. Ansonsten sehen wir uns schon mal gleich im Stream wieder. Wir machen gleich mit dem nächsten Spiel weiter. Eventuell auch schon mit Creative. Wir gucken mal gleich, wie zeitlich passt. Ich mache eine kurze Pause, dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Wie immer, super, dass alle dabei sind. Super, dass alle mitgemacht haben. Vielen Dank dafür. Und an diese gerade 13 Leute, die da sind. Ihr macht eine echt super Leistung hier im Chat und das war Teil 4 für heute. Nächsten Samstag werden wir wieder das Spiel machen.
In dem Fall ist etwa selbe Uhrzeit, selbe Stelle, selbe Welle. Das war's für heute. Bis dann und ciao.